Hey Freunde, willkommen zu Killzone, zu einem kleinen Angespielt und ja, das zum neuen PlayStation 4 Exklusivtitel Killzone Shadowfall. Ein Spiel, was mir, naja, im Multiplayer deutlich besser gefällt als im Singleplayer. Ich weiß noch nicht so genau, woran das liegt. Es ist so ein bisschen, ich habe jetzt nicht so weit in die Singleplayer-Kampagne bisher reingeschaut, so vielleicht. Ja, so die ersten drei Kapitel oder sowas. Ich finde das Spiel teilweise relativ wirr, um ehrlich zu sein. Das liegt daran, dass die Level ja ziemlich groß sind. Und das ist so eine Sache, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das ist. Naja, was ich bei einem Shooter suche. Auf der einen Seite sind mir Shooter mit Open World natürlich sehr recht. Das ist jetzt aber keine offene Welt. Und man hat teilweise das Gefühl, dass irgendwie die Objectives so ein bisschen doof gesetzt sind. Also es ist alles nicht optimal. Deswegen dachte ich mir, wir schauen heute einfach mal ein bisschen in den Multiplayer rein, der hier gerade im Hintergrund schön lädt. So, los geht's. Wir haben unseren Spawnpunkt und ja, Rinne da. Relativ klassisches, ja, wie sage ich es am besten, klassischer Multiplayer eigentlich mit so ein paar Spezialfähigkeiten, die wir haben, mit natürlich diesen Owls, die wir schon wahrscheinlich in den meisten Videos gesehen haben, diese Drohnen, die wir einsetzen können, hat eigentlich ein paar relativ coole Ideen. Ich bin jetzt ja persönlich nicht so der große Shooter-Kerl. Oh, da oben. Ist das ein Verbündeter? Ja, ist ein Verbündeter. Ja, so geht's los. Das passiert, wenn man quatscht und spielt. Ich sollte vielleicht auch mal die Klasse wechseln. Ich will mal den klassischen Sturmsoldaten. Ich glaube, der sagt mir ein bisschen mehr zu. Was machen die Jungs hier? Alle stehen so rum. Okay, können uns hier hinter so einem Schild verschanzen. So, greifen wir mal hier einen Kill ab. Wow. Und kriegen selbst einen rein. Ich weiß genau, wenn Benjamin euch den Multiplayer zeigen würde, wäre das vermutlich deutlich besser. Aber manchmal muss ich mich auch durch solche Sachen durchbeißen. Wir gehen aus der Schusslinie. Da haben wir übrigens auch gerade irgendwo die Owl fliegen sehen in der Luft. Wow. Also es scheint sich hier, okay, da hinten sehe ich doch einen, auf ein, zwei Punkte zu belaufen, wo gerade hier alles zusammenrennt. Rein hier. So, mal gucken, ob wir vielleicht hinten durchgehen können. Vielleicht können wir den Jungs im Rücken fallen. Genau. Bitch! Oh, der ist noch nicht tot. Vielleicht ist er doch tot. Now that's how I roll, you son of a... Ah, noch haben wir ihn nicht. Ach, sehr schön. Wow, okay. Ja, man kann nicht immer Glück haben. Man kann nicht immer Glück haben. So, wir haben momentan nur einen Spawnpunkt. Sollten uns vielleicht mal unsere Ausrüstung anschauen. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir als Ausrüstung wirklich gewählt haben. Können wir uns die irgendwo... Dann müssen wir uns gleich mal anschauen, wenn wir sterben. Wie gesagt, das sind auch so die ersten Partien, die ich spiele. Ich habe vorher schon mal so ein bisschen reingeschaut, habe mal geschaut, wie läuft es. Aber ich dachte mir, naja, man kann immer besser so ein Spiel, und gerade auch Multiplayer, dann mitkriegen, wenn man einfach ein bisschen spielt. So, ich vermute mal, das hier könnte die Stelle sein, wo wir gerade waren. Ja, hier haben unsere Jungs sich schön verschanzt. Ein kleines Lager eingerichtet. So, ich versuche es nochmal mit der gleichen Taktik wie gerade. Sehr schön. Oh. Komm schon. Ja, sauber. So wird's gemacht. Vielleicht soll ich da einfach mal eine Granate reinwerfen. Und dabei nicht sterben. Das wäre ganz gut gewesen. So, wir können jetzt mal schauen. Können wir uns auch irgendwo hier
Entschuldigt, irgendwo anschauen. So, wir können hier mal gucken. Also wir sehen hier, wir haben den Sturmsoldaten. Das Problem ist natürlich, dass mir hier nicht angezeigt werden, was die Fähigkeiten da sind. Ich kann mir zwar die Ausrüstung bearbeiten, komplett, was natürlich ganz nett ist. Ach, okay. Oh, Mission verloren. Das war scheinbar. Das, ja, Match ist abgelaufen. Okay, vielleicht gucken wir uns jetzt einfach mal an, was die einzelnen Klassen können. Ich weiß, es gibt einige, und das kann man auch im Singleplayer nutzen, dass man in diversen Matches zum Beispiel so eine Möglichkeit hat, so eine Art Echo auszurufen. Ich gehe hier mal raus, wir verlassen die Kriegszone mal, das heißt, man ruft ein Echo aus, sieht dann hinter Gegnern, hinter Wänden, wo sind Leute, erinnert euch noch damals dran, als es diese Cheats gab, wo man bei Counter-Strike sehen konnte, wer stand hinter einer Ecke. Sowas gibt's hier eingebaut quasi schon. So, wir gucken uns mal die Personalisierung an. Also das ist das Standardding, was wir hier haben. Ja, ist noch nicht zum Auswählen, das kann natürlich ein bisschen daran liegen, dass ich gerade erst anfange. Wir sehen es übrigens auch hier unten bei den Aktualisierungen. Benjamin hat 50 Herausforderungen abgeschlossen, der alte Wimser wieder. So, können wir vielleicht irgendwo unseren Soldaten anpassen. Ausrüstung bearbeiten. Also, wir sehen es ja hier. Wir haben diese drei Grundklassen. Das heißt, einmal den Kundschafter, so ein bisschen Stealth-mäßig mit einer Sniper-Rifle. Wir haben den normalen Sturmsoldaten und den Hilfstrupp. Okay, wir nehmen uns jetzt hier mal Soldat 1. So, hier waren wir gerade schon mal drin. Also, wir haben hier diese drei Waffen zur Wahl. Okay, wir sehen, wie wir hier sehen, die unterscheiden sich innerhalb der Stats. Hier, hier und hier. Wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Objektive und sowas draufzupacken. Das muss man wahrscheinlich alles erledigen. Sie 10. Okay, wenn man die mit einfach ganz normale Freischaltung, wie wir es eigentlich kennen. Hier die Sekundärwaffen. Jetzt hätte mich aber interessiert. Ach, da oben. Zweite Waffe. Fähigkeiten. Hier kommt es nämlich. So, wir haben zum einen gerade gehabt diesen Nanoschild. Das war das, was ein bisschen blau geleuchtet ist. Und wir haben Sprint. Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend erhöht. Betäubungswelle haben wir auch. Kleiner Strahl, der Feind in der Nähe vorübergehend blendet. Oh, das ist natürlich sehr nett. Wisst ihr was? Dann packe ich Sprint raus. Und wir haben hier die Helferdrohne. Dient zur Unterstützung auf dem Schlachtfeld. Da muss man sich natürlich ein bisschen unterscheiden, weil das ist hier scheinbar die Primärfähigkeit. Die kann ich nicht wechseln. Aber die Sekundär kann ich schon wechseln. Wisst ihr was? Wir packen die Helferdrohne mal rein. Das ist natürlich ganz nett, so kann man sich, wie man es eigentlich, möchte man fast sagen, in allen, wo kann ich denn hier Ausrüstung speichern, wie man es eigentlich in allen Shootern kennt, dass du dir deine Grundklasse selbst zusammenbaust, was willst du haben, ja, finde ich ganz gut, okay, das haben wir, deswegen würde ich sagen, wir springen nochmal zurück und in ein weiteres Match rein, warum eigentlich nicht? Auch hier, wir sehen mehrere Auswahlmöglichkeiten, One Life Only, also so ein Hardcore-Modus, Capture King, Search and Destroy Only, ich finde eigentlich immer Team Deathmatch ganz gut, weil ich bin jemand, der ist im Team meistens besser, als das mit, als das alleine ist und dann hilft es mir immer, wenn welche da sind, wo ich vielleicht ein bisschen Vorarbeit leisten kann oder, ja, hinterher ein bisschen abstauben kann. Ist auch nie verkehrt, liebe Freunde, ist nie verkehrt. So, die nächste Map heißt Der Bahnhof. Dort, wo einsame Seelen zum Schlafen hingehen. So, 24 Spieler, Team Deathmatch ist natürlich was anderes als beispielsweise ein Battlefield, wo wir, lass mich nicht lügen, ich will gerade um die 60 Leute sagen, aber es kann glaube ich sein, insgesamt 60 Leute bei Battlefield. So, das Match hier läuft scheinbar auch schon so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier diese Hilfsdrohne ausgesucht und da habe ich sie gerade mal gespawnt. Wenn wir jetzt nicht so schnell wären, dann würden wir sie auch sehen. Da sehen wir sie. Unsere kleine Hilfsdrohne, ist sie nicht putzig? Ja, gucken wir mal, wie sie uns hilft. Wir rennen mal hier dem Kollegen nach. Schauen mal, ich gehe mit nach oben. Hier ist nämlich einer unserer Sniper. Okay, hier sind zwei von uns. Ja, keine Ahnung, ob da hinten welche sind. Weil sie sich hier alle so positioniert haben. Oh, das war gerade mal... Ah, nee, ach, hier kann man durchgucken. Oh, oh. Ah, nee, nach oben kann man gucken. Nur doch nicht. What the fuck? Achso, doch, kann man wohl nach unten durchgucken. Der Fat Shake. Let's get lazy. Herrlich. So, zumindest habe ich ihn noch mit erledigt, bevor ich selber erledigt wurde. Ja, ist ja schon mal etwas. Für so einen Fall lohnt es sich natürlich wahrscheinlich dann, mein Schild einfach rauszuholen. So, ich muss zugeben, der Multiplayer... Oh, okay. Warte mal, wo war der? Wo war der? Das Problem ist übrigens gerade, ich habe keinen Sound auf den Ohren.
Das heißt, ich höre gerade sehr schlecht, wenn irgendwo was passiert. Oh, verdammt! Ja, das wäre wahrscheinlich eine Sache, die hätte ich eigentlich gemerkt, wenn ich Sound auf den Ohren hörte. Aber wie gesagt, dadurch, dass mein Setup hier noch nicht so 100% perfekt ist mit der PlayZ und ich zum aktuell. Oh, was denn? Dieser Lensflare, der bringt einen ja um. Wow, das war ein bisschen tief gefallen. Da hinter mir einer. Das lenkt aber auch alles ab. Überall das Lensflare, überall geht hier was ab. Was geht ab? Wie gesagt, ich denke mir, so ein Video könnte durchaus lustiger sein, wenn Benjamin es mal macht. Ich hoffe, dass der. Oh, was ist denn da oben runtergefallen? Dass der sein Setup auch mit anpasst, dass er demnächst auch Videos aufnehmen kann, damit Benjamin unsere Shooter-Kompetenz sein. Bei den Highscore Heroes, was er ja eh ist. Wow. Okay. Irgendjemand. Wir haben als Vorlagenpunkte noch bekommen. Ja, das Problem ist natürlich, ich spiele diese ganzen Maps zum ersten Mal. Das ist natürlich alles was Neues noch. Boah, dieser Lensflare, der bringt einen ja um, ne? So von rein Optik her. Ständig denkst du, irgendwo ballert jemand auf dich. So, ich habe mal hier den Nano-Schild reingekloppt. Gucken, vielleicht irgendwo. Da unten ist unser Kollege. Ich sehe aber niemanden. Oh doch, ich sehe wohl jemanden. Ich habe jemanden gesehen da hinten. Da hinten war einer. Dann gehen wir mal hinterher. Ist natürlich immer eine doofe Idee, einen Shooter jemand hinterher zu laufen. Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Na, kommst du die Treppen hoch? Okay, er kam mir nicht hinterher. Da unten ist einer von uns. Wir sehen ihn. Fuck, 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 da oben. Unten ist er. Na komm. Dammit. Oh, okay, da ist auch einer. Oh, da hinten sind mehrere. Verdammte Axt. Jetzt müsste er nur mal da hinten vorkommen. Ich sehe natürlich, wo er ist. Was? Wir gehen da mal näher ran. Das hat uns schon mal geholfen, indem wir um die Ecke gerannt sind. Wir haben ja hier Hilfe. So, wenn die eh alle hier rumlungern. Okay, ich glaube, denk mal, den vorne haben sie schon erledigt. Ja, hocken alle zusammen. Das gefällt mir natürlich. Ist immer gut für ein Teamspiel. Muss ja eh sagen, wenn man ein Teamspiel will, dann sollte man Battlefield spielen. Aber ich finde, Battlefield 4 hat es für mich persönlich so verkackt, dass man keine Gruppen mehr effektiv bilden kann. Dass man sich irgendwie irgendwo sonst seinen Fix herholen muss. Boah, ich kriege ja auch mal gar nichts in dem Match. No ass for me, bitches. Dann noch zu langsam ist auch scheiße. Boah, das ist natürlich doof. Liegen bleiben und Richtung wechseln ist immer doof. Da lief die erste Partie deutlich besser, würde ich fast sagen. So, laufen dem Kollegen hier mal hinterher. Auch mal den Nano-Schild drauf. Wie sie alle hier campen, ey. Willkommen zu Camping 2011. Der Camping-Simulator. So, ich gehe lieber darüber und selbst wenn ich mir einen Kill einfange, ich finde es ehrlich gesagt so ultra boring, irgendwo zu stehen und zu campen. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich einfach nicht der Spieler für. Ich bin jemand, der muss nach vorne rennen, der braucht die Action direkt vor der Haustür. Und ich sehe darauf, oh, okay, hier vorne müssen sie irgendwo sein, da vorne. Fuck, falsch. Aber irgendwo hier müssen sie sein, weil ich habe gerade den Sensor gesehen. Den Sensor gesehen. Ich renne mal nicht, damit sie mich nicht
auf der Map sehen, wenn sie hier irgendwo rumlungern. Hey Kollegen, was liegt ihr denn hier rum? Die sind schon tot. Komm schon, Granate. Ja, sauber! Das war ja mal geil. Okay, auch wenn ich von hinten erledigt wurde, aber das war mal eine geile Aktion. Holy moly. So, wir können uns natürlich jederzeit, indem wir das die mittlere Taste drücken, können wir uns hier unsere Punkte einblenden lassen, wo wir natürlich ganz unten sind. Wir reißen ja hier nicht wirklich viel. Das war jetzt mal eine geile Aktion. Einfach mal eine Granate. Ich habe, glaube ich, noch nie in irgendeinem Shootout... Hier bin ich schon mal durchgefallen. Dann gehen wir lieber hier vorne runter. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Soll mir keiner sagen, ich lerne nicht. So, den haben die Kollegen erledigt. Okay, da vorne ist einer. Fuck! Ach, sowas ist ärgerlich. Ich weiß natürlich noch nicht ganz, wie sich das ja mit Rüstung, mit Updates so wirklich schlägt, wenn du ja, mehr Updates hast, wie sieht das dann aus? Hast du einen Vorteil dadurch? Durch Perks und sowas? Wow. Spinnt ihr? Wow! Da oben war der, verdammt, jetzt sehe ich ihn erst. Naja, es muss in jeder Partie Fallobst geben und in dieser Partie übernehme ich diese Position gerne. Aber wie gesagt, bisher gefällt mir der Multiplayer, auch wenn ich erst ein paar Matches gespielt habe. Wie gesagt, ist so ein bisschen Fast Food à la Call of Duty bisher, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Also, ich meine, es gibt so viele Leute, die Call of Duty spielen und ich spiele es eigentlich auch mal ganz gerne. Gerade jetzt hier auf der PS4 muss ich zugeben, durch diese 60 Frames per Second, das ist schon was Spaß macht. Weil da wird jeder PC-Spieler sagen, PC Master Race, das ist normal. Aber ganz ehrlich, auf Konsolen ist es nun mal nicht normal gewesen. Und dahingehend finde ich es ganz nett. So, wo seid ihr? Wo seid ihr, kleinen Spinner? Dahingehend finde ich es ganz nett, dass Konsolen jetzt endlich mal auf dem Level ankommen, wo sie ja, sein sollten. Denn ich meine, sind wir mal ehrlich, in vielen Fällen, Multiplayer spielt sich einfach auf Konsolen ab. Okay, ich sehe vorne schon wieder irgendwo ein Dot. Hier vorne um eine Ecke irgendwo. Hi, Kollege. Sorry. Sind die wieder... Oh, okay. Fuck. Okay, wo ist der? Wo ist der? So viel dazu. Okay, hier wird's... Okay, da vorne. Du kommst mit Sicherheit um die Ecke. Ich wusste es. Knew it. Okay. Da haben sie mich zwar erledigt, aber zumindest habe ich nur einen reinbekommen. Ja, wenn... wie gesagt, ich bin eher so der Speer für einen Infight. Im Infight bin ich ganz gut. Also wenn ich nah rankomme, dann habe ich echt Chancen. Aber wie gesagt, das Match läuft jetzt noch ein bisschen über 2 Minuten. Also so viel wird hier nicht mehr gehen. Ich muss auch zugeben, das Layout der Maps verwirrt mich noch ein bisschen. Okay. Die vorne um die Ecke stehen. Wo ist er? Oh, come on! Ich war mir relativ sicher, dass ich ihn um die Ecke gesehen habe. Damn it. Das war natürlich doof. Das hätte man deutlich besser lösen können. Und was natürlich echt cool ist, und dann weiß ich natürlich, wie gesagt, das Spiel sieht echt toll aus, selbst im Multiplayer. Und was man sagen muss, so, warte mal, die waren hier unten, also gehen wir auch mal den Weg nochmal zurück. Was man natürlich auch sagen muss, das läuft echt butterweich. So, den haben wir erledigt. Da weiß man natürlich nie, wie sieht es auf YouTube am Ende wirklich aus, wenn es rauskommt, weil ich habe es ja noch so ein bisschen in der Post-Production, aber also es sieht schon nett aus. Also da kannst du nichts gegen sagen, wird der Galli so sagen, Freundchen. Oh, da ist doch einer. Ah ne, der wurde schon erledigt, glaube ich. Fallen, so, gehen wir mal unten durch. Vielleicht finden wir noch irgendwas auf der anderen Seite. Okay, da drüben müssten wir eigentlich, dann denke ich mal, zu deren Seite kommen. Ja, vielleicht nicht unbedingt runtergehen, das war vielleicht ein kleiner Fehler, Maximus Rammstein. You killed me, you son of a bitch! Und wenn du uns kennst, dann hallo. Ja,
Ja, ich bin eigentlich viel zu ruhig für einen Shooter-Spieler, wurde mir schon mal gesagt. Oh, was ist denn das da oben? What the fuck? Schwebt da... Oh, so eine riesige Drohne in der Luft rum. Ist das wie meine Drohne gewesen oder war das eine andere Drohne? Vielleicht gibt es ja durch Upgrades irgendwelche speziellen Drohnen. Oh, sorry. Ich wollte nicht ballern, ich wollte eigentlich gerade rennen. So, nice. Mission gewonnen. Kannst du... Verdammt, da wollte ich ein Messer an. Okay, das ist... Da muss man natürlich aufpassen. Man sollte vielleicht nicht zu viel wollen und messern. Aber wir haben gewonnen, also was soll's. Gibt eine Abstimmung um eine neue Map und da gibt's eine ganze Menge von. Wir gehen aber raus. Wie gesagt, sollte uns als kleiner Ersteindruck dienen. Zum einen für mich, zum anderen für euch. Und ja, ich denke, wir werden uns Killzone auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielleicht werde ich es auch mit Benjamin zusammenspielen. Da müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich finde es bisher echt ganz nett und es macht auf jeden Fall Spaß und ja, gucken wir mal, ne? Ich meine, man kann sogar, das finde ich immer relativ cool, dass man so eine Offline-Bot-Zone spielen kann. Also es ist immer ganz gut zum Training. Und hier sehen wir auch, es gibt Spieleinladungen, was es ja in anderen Spielen nicht gibt. Battlefield. Was ich übrigens auch hier habe. Also es ist nicht so, dass ich Battlefield verachte, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es einfach unfassbar dumm, wenn der Team-Shooter schlechthin keine Möglichkeit bietet, gezielt Freunde einzuladen. Gut, Freunde, wo wir gerade bei Freunden waren, das war's. Ein kleines Angespielt zu Killzone und Shadowfall, zum Multiplayer. Wir werden uns vielleicht nochmal den Singleplayer anschauen, wenn ihr das möchtet. Muss ich mal schauen. Wie gesagt, bei mir bisher gefällt das nicht ganz so. Ich denke, dann kriegen andere Spiele eine höhere Priorität, aber alleine für den Eye-Candy-Faktor werden wir uns mal anschauen. Bis dahin, Freunde. Ciao.